Moin und Mahlzeit. Ja, der Grill bleibt erstmal aus. Eventuell werde ich nachher noch eine Kleinigkeit zubereiten. Ich werde mich jetzt erstmal hier um die 57er Kugel kümmern. Und zwar ist die ja ein bisschen wackelig auf den Beinen. Die wollen wir jetzt stabilisieren und ein bisschen aufpimpen. Ich würde sagen, auf geht's. Ja, da ist er, die Holzkohle-Legende, die 57er Kugel. Ich glaube, neben dem Baumarkt-Säulengrill auch einer meiner ersten Grills. Ja, das Einzige, was mich immer so ein bisschen dran gestört hat, ist, dass er nicht so richtig stabil ist. Ja, der steht hier auf recht dünnen Alubeinchen, ja, ziemlich am Wackeln. Und ja, um jetzt hier so ein bisschen Abhilfe zu schaffen und das Teil zu stabilisieren, hat grillrost.com mir dafür ja, ein paar neue Beine geschickt. Die schauen wir uns jetzt mal an und dann fangen wir mal an, das Teil umzubauen. Ja, wir haben hier die drei Beine aus Edelstahl, einmal quasi das Standbein und an die anderen beiden kommen dann später die Räder dran. Ja, die tauschen wir gleich ganz einfach aus. Auch noch dabei hier so ein bisschen Equipment später für die Räder zum Befestigen. Wir brauchen noch ja, selber einen Hammer, einen Schraubenzieher und eine Zange. Ja, und eine kleine Anleitung noch dabei. Insgesamt sind es 10 Schritte. Ja, ich glaube, das wird keine lange Sache und würde sagen, ich fange mal direkt an. Ja, noch nicht mal 15 Minuten hat es gedauert. Ich hatte hier ein älteres Modell, bei dem die Füße nur gesteckt sind. Bei Modellen ab 2015 werden die Beine dann zusätzlich noch mit Schrauben befestigt. Also dauert vielleicht noch 2-3 Minuten länger. Ja, richtig geil. Das Teil hat jetzt eine absolut stabile Basis. Gefällt mir richtig gut, auch optisch mit den schwarzen Beinen. Ja, wenn ihr auch daran Interesse habt, eure Kugel ja, stabil haben wollt, verlinke ich euch mal die Seite von grillrost.com. Ja, für Fragen, Kritik, Anmerkungen schickt mir gerne eine DM. Get some headphones, my dude.